der Behaviorismus, das ist eine Lerntheorie, die auf der Grundidee eines Reizreaktionslernens basiert. Das ist eine Theorie, die dabei jedoch keinen Blick darauf legt, was beim Lernen im Organismus für Prozesse ablaufen, sondern nur der Reiz auf den Organismus und die Reaktion auf diesen Reiz werden betrachtet. Ein Reiz trifft auf einen Organismus, der macht irgendwas damit und eine Reaktion darauf ist das Resultat. Nur der Anfang und der Ende dieses Prozesses interessieren. Was dazwischen passiert im Gehirn, darauf gibt es keinen Zugriff, kann man nichts drüber wissen. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass eine Verhaltensänderung, also Lernen, durch äußere Reize hervorgerufen wird. Wird diese Verhaltensänderung durch einen äußeren Reiz dann oft wiederholt, manifestiert sich dann das neue Verhalten. Das heißt also, dass indem man bewusst äußere Reize setzt, dass man dann die Reaktion daraus schrittweise zu einer gewünschten Verhaltensänderung trainieren kann. So kann man erwünschtes Verhalten verstärken oder auch unerwünschtes Verhalten löschen. Beispiel ist das Experiment mit Pavlov, das er in seinem Labor mit Hunden durchgeführt hat. Ausgangspunkt ist da, dass Hunden, wenn ihnen ihr Futter gebracht wird, einen erhöhten Speichelfluss haben. Damit hat er dann herumexperimentiert und wollte, dass der Speichel auch fließt, wenn er eine Glocke läutet. So, und das ist dann so, hört der Hund nur eine Glocke, passiert natürlich nichts. Wird ihm sein Futter gebracht, wird der Speichelfluss angeregt. Pavlov hat dann beide Reize miteinander verbunden, indem er immer, wenn dem Hund sein Futter gebracht wurde, eine Glocke hat erklingen lassen, sodass der Speichelfluss irgendwann auf das Futter und die Glocke zusammen konditioniert wurde, sodass dann auch beim alleinigen Klingeln der Glocke der Speichelfluss angeregt wurde irgendwann. Also die Glocke war vorher ein neutraler Reiz, der nichts bewirkt hat und ist dann zum bedingten Reiz geworden. Das ist dann eine klassische Konditionierung. Es gibt auch die operante Konditionierung, bei der wird das Auftreten einer Verhaltensweise durch Belohnung oder Bestrafung beeinflusst. Also man kann die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens durch positive bzw. negative Verstärkung erhöhen oder die Auftretenswahrscheinlichkeit durch positive oder negative Bestrafung verringern. Das kann man in dieser Grafik ganz gut sehen. Also soll ein Verhalten angewöhnt werden, kann man es verstärken. Entweder durch eine positive Verstärkung, das ist dann eine Belohnung, wenn das Verhalten auftritt, oder eine negative Verstärkung, indem eine unangenehme Konsequenz ausbleibt. Also dass man zum Beispiel die ganze Zeit einen furchtbaren Ton abspielt und wenn der Organismus das dann nicht tut, das Verhalten, dann kann er den Ton damit unterbinden. Bei der Bestrafung läuft das Ganze dann umgedreht. Also wenn das Verhalten, was abgewöhnt werden soll, auftritt, gibt es bei der positiven Bestrafung eine unangenehme Konsequenz, beziehungsweise bei der negativen Bestrafung wird die angenehme Konsequenz weggenommen. Also man entzieht sozusagen Belohnung. Bei Menschen finden behavioristische Ansätze zum Beispiel in der Kindererziehung Anwendung, indem etwa ein erwünschtes Verhalten mit Gummibärchen belohnt wird und ein unerwünschtes mit Schimpfe.